Moin und herzlich willkommen bei einem neuen Hilfevideo von mir zum Thema Produktionen. Dazu gehen wir einmal in das Produktionsmenü, das ist hier unten. Ich habe beinahe gesagt, das Förderband mit Pfeil. Ich habe auf meinem privaten Spielstand schon ein paar Produktionen. Die Getreidemühle, die Bäckerei, die Käserei und Gewächshäuser. Die Gewächshäuser habe ich auf meinem Hof platziert. Die Getreidemühle, Bäckerei und Käserei habe ich hier die Gebäude einfach gekauft. Da können wir auch einfach mal hinspringen. Zur Käserei zum Beispiel. Die ist gleich hier vorne an. Da müsst ihr einfach nur euch ein Milchfass kaufen und hier in diesem Trigger abladen, die Milch. Ganz wichtig, ansonsten läuft die Produktion nämlich nicht. Und dann tauchen hier die Paletten auf, die ihr regelmäßig wegsammeln müsst, weil wenn die Produktion voll läuft, schaltet die sich automatisch ab. Ich produziere gerade Butter und Käse, habe noch 5300 Liter Milch drin. Ist nicht allzu viel, aber ne, ich habe auch nur ein paar Kühe, 60 Stück gerade, und davon sind 30 Kälbchen. Die brauchen natürlich auch noch ein bisschen Milch. Aus 15 Liter Milch wird 13 Liter Butter. Aus 3 Liter Milch wird 2 Liter Käse. Produktionskosten pro Monat sind 24 Euro. Und Zyklen pro Monat heißt 1200. Man bekommt ungefähr pro Tag eine Palette Butter. Und ich habe mal gesagt 1,2, 1,3 Tage eine Palette Käse. Wenn man hier genug Milch drin hat. Ich finde das schnell genug, weil wenn man sich die Preise anguckt für Milch und Butter. Hier ist Butter, für Käse und Butter. Liegt das gerade bei 2500 Euro. Das, ne, das geht hoch bis 3000, glaube ich. Und bei Käse waren es bei mir sogar schon mal 6000 Euro, die man pro 1000 Liter verdienen kann. Das finde ich schon ordentlich. Also da braucht man nicht drüber meckern, die Produktionen laufen recht langsam, aber man kann auch richtig Geld damit verdienen, wenn man ein paar Paletten davon behält. So, jetzt kann ich euch aber zeigen, ich habe auf Paletten behalten gedrückt. Das kann man ganz einfach ändern, indem man hier auf die Produktionsgüter geht und zum Beispiel hier unten steht bei mir Ausgangsmodus ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Produkt direkt verkaufen gehe, dann wird alles direkt verkauft, was er produziert hat. Also jeder kleine Liter. Denn spawnen da keine Paletten im Trigger. Möchte ich nicht. Wenn er auf Verteilen steht, bin ich der Meinung, dass er bei jeder Verkaufsstelle, die anpeilen kann, auch die Butter verkauft. Das möchte ich aber auch nicht. Ich möchte weiter auf Behalten drücken, weil den Spawn auch mal Paletten. Ne? Das gleiche ist bei der Getreidemühle. Da habe ich 55.000 Liter drin. Daraus produziert er immer fleißig Mehl. Da kommen so pro Tag 4 bis 6 Paletten Mehl raus, also geht relativ fix. 150 Liter Gerste braucht er, um 113 Liter Mehl zu produzieren. Bei Weizen ist es genauso, bei Hafer, bei irgendwas war es, nee, muss ich hier klicken. Bei Weizen ist es anders. Da braucht er 150 Liter für 120 Liter Mehl. Bei Hafer ist es sogar noch krasser. Da braucht er 150
Liter für 188 Liter Mehl zu produzieren. Da sollte man aber auch auf die Preise ein bisschen achten. Wenn man Hafer direkt verkauft, bekommt man immer ein bisschen mehr, als wenn man Gerste und Weizen verkauft. Bei Sorghum, das ist eine Getreidemischart, ist es auch ein bisschen krasser. Das sind 150 Liter auf 158 Liter Mehl, die man bekommt. Auch da, Achtung, bitte, wenn ihr das verkauft, habt ihr auch einen höheren Verkaufspreis normalerweise wie bei Weizen oder Gerste. Der Verkaufspreis bei Sorghum, wenn ihr das Korn direkt verkauft, der Preis liegt zwischen dem Hafer und dem Weizen normalerweise. Da Achtung, was ihr hier reinschmeißt oder was ihr überhaupt, da könnt ihr auch mal Verluste mit einfahren. So, bei der Bäckerei ist es zum Beispiel, da habe ich schon Mehl angeliefert, 9.419 Liter. Zucker fehlt mir leider noch. Milch habe ich ja durch den Kuhstall, den ich besitze, 60 Kühe an der Zahl. Dass das so abgehackt ist, liegt daran, dass diese 10 Kühe hier schon 30 Monate alt sind. Diese 20 Kühe 0 Monate, also das sind Kälbchen. Diese 20 Kühe, die hatte ich mir später gekauft, als ich das erste Geld verdient hatte, sind 28 Monate alt und diese 10 wieder sind 1 Monat alt. Alle zusammen produzieren natürlich zusammen Milch, aber ne, die müssen erst groß werden und gedeihen und wachsen und fressen, bevor da was passiert. So, Eier habe ich schon drin, Butter habe ich schon drin, Erdbeeren habe ich schon drin durch meine Gewächshäuser. Und hätte ich jetzt auch noch Zucker und Milch hier, dann könnte ich sogar Kuchen backen. Beim Kuchen, doch, Kuchen kann ich hier anklicken. Kuchen ist ein wenig umfangreicher, wie ich ja gerade schon erzählt habe. Er braucht 2 Liter Mehl, 2 Liter Zucker, 2 Liter Milch, 2 Liter Eier. Das wird hier alles in Liter gerechnet. Frag mich bitte nicht warum. 2 Liter Butter, 2 Liter Erdbeeren, um 5 Liter Kuchen herzustellen. Wenn wir in die Preisliste gehen, was Brot und Kuchen ergibt, liegen wir gerade bei mir bei 3.500 Euro. Ich bin der Meinung, ich hatte auch schon 4 oder 5.000 Euro für Brot kriegen können. Das war aber fast am Anfang des Spielstandes. Kuchen, da ist der Preis so heftig, das kann man fast gar nicht beschreiben. Allerdings Kuchen, wenn ich jetzt wieder in die Produktionsliste gehe, es wird pro Tag ungefähr eine bis zwei Paletten Brot produziert. Ich glaube 1,6, wenn ich mich nicht irre, Paletten Brot. Und pro Tag, ich glaube 0,8 oder 0,9 Paletten. 0, ne? Das ist schon mal, ne? Also nicht eine, 0, Kuchen produziert, weil Kuchen braucht echt lange in der Produktion. Das ist halt so leider, ne? Aber man kann auch mega viel Geld mit verdienen. Das gleiche, wenn wir uns die Preise angucken, womit man auch noch sehr viel Geld verdienen kann, war, wenn wir Stoffe haben, das bekommen wir natürlich aus Wolle und Baumwolle, beziehungsweise aus den Stoffen Kleidung machen, ist der Preis fast absurd. Allerdings dauert das Ewigkeiten, bis man da eine Palette produziert hat. Für Zucker, also für die Zuckerrübe, beziehungsweise aus dem Zuckerrohr, bekommt man ja nicht allzu viel Geld raus. Hier sind die Zuckerrüben auch nochmal aufgelistet, wie viel Geld man damit verdienen kann. Ne, wenn man sich die Fabrik gekauft hat, ich weiß gar nicht,
Die Zuckerfabrik muss ich mir hier hinbauen lassen. Na, auf jeden Fall, ne, ihr wisst, was gemeint ist. Das gleiche ist mit, wenn ihr Sonnenblumenöl produziert oder Rapsöl, ihr braucht immer eine gewisse Menge, davon wird eine gewisse Menge abgezogen und dann wird etwas hergestellt, was ihr verkaufen könnt. Da kriegt ihr natürlich auch einen besseren Preis für. Für Olivenöl zum Beispiel kriegt ihr auch einen sehr guten Preis, wenn ihr Oliven Stauden angebaut habt und die abgeerntet habt und die weiterverarbeitet. Das gibt einen mega guten Preis. Rosinen sind auch okay, Traubensaft ist in Ordnung. Salat kann man auch eine Menge Geld mit verdienen. Tomaten, Erdbeeren eher nicht so. Schokolade, wenn ihr Zucker produziert, könnt ihr auch gleichzeitig Schokolade produzieren. Möbel und Bretter gibt eine Menge Geld. Müsli war auch noch, aber auch für Müsli braucht ihr zum Beispiel Hafer, Honig. Ich bin der Meinung sogar Zucker. Also da kamen auch mehrere Komponenten zusammen. Das ist auch umfangreicher. Eier. Also Eier an sich bringt auf jeden Fall schon eine Megamenge Geld. Wenn ihr einen Hühnerstall habt oder so, da kriegt ihr täglich wirklich sehr, sehr gute Einnahmen. Ja, Baumwolle ja allgemein. Wolle ist, ne? Aber eine Wolle Palette zu produzieren, obwohl man den großen Stall hat, ist echt schon mühselig. Für Trauben gibt es ja auch schon einen sehr guten Preis. Hier kann ich euch das einmal mit dem Weizen liegt der Preis gerade, der beste Preis bei 900. Gerste 836. Gucken wir zu Hafer, liegen wir schon bei 1,5. Müsst ihr wirklich aufpassen, welches Getreide ihr in die Getreidemühle kippt. Die Paletten könnt ihr ganz normal mit einem Frontlader oder Gabelstapler aufsammeln. Hier habe ich sogar noch Bienen, weil ich hier immer Raps bzw. Erdfrüchte draufbringen möchte. Habe ich hier auch einen Bienenkasten hingestellt. Da kann man sich auch mehrere hinstellen. Gibt dann natürlich auch mehr Honig. Die Paletten zeige ich euch mal. Das ist mein privater Hof, also mein privater Spielstand, wo ich gerade drauf bin. Hier habe ich zum Beispiel eine Brotpalette. Die wird so in ungefähr 18 bis 20 Stunden hergestellt. Davon habe ich Erdbeeren. Hier habe ich zum Beispiel Wolle. Ich habe zwei Schafställe. Einen mit Jungtieren wieder und einen mit älteren. Da mache ich das normalerweise immer so, dass ich mir Tiere kaufe. Die vermehren sich ja natürlich und dann baue ich einfach einen neuen Stall und verfrachte die Jungtiere dann ab einem gewissen Alter in den neuen Stall, so dass ich immer genug Nachwuchs habe, dass ich keine Tiere kaufen muss, dass die sich fleißig vermehren können. Eier. Ah ja, da sind 1400 Stück. Ergeben ein nettes Sümmchen. Hier habe ich Honig drin. Hier können wir noch mal sehen, sind die Erdbeeren da. Wenn ihr wirklich Geld machen wollt, dann ist das euer Ballen. Der hat mir fast 2.000 € pro Stück eingebracht beim Viehhändler. Wenn ihr Geld machen wollt, ist das wirklich das immer noch das A und O. Biogasanlage ist meiner Meinung nach zu teuer und braucht zu lange. Und Viehhändler ist schon mega gut. Werdet ihr das schnell los. Wie gesagt, hier habe ich meine Jungtiere. Die produzieren auch schon ein wenig Wolle. Aber noch nicht allzu viel. Und wenn die denn geschlechtsreif sind, wie gesagt, ich baue eigentlich bloß Stall an Stall an Stall und habe dann immer genug Tiere und braucht mir keine kaufen. Ist ein bisschen zeitaufwendig, aber wer sich die Zeit nimmt, der spart auch eine Menge Geld.
kann ich euch ja einmal noch die Gewächshäuser zeigen. Auch da ist das so, entweder wollt ihr die Früchte, Erzeugnisse behalten oder auch direkt abgeben. Ich möchte sie immer behalten. Wenn ihr sie natürlich direkt verkauft, dann spawnt hier keine Paletten. Das müsst ihr entscheiden, wie ihr das macht. Ich finde das so besser. Ansonsten kriegt ihr jede Stunde, glaube ich, ein paar Euros aufs Konto gut geschrieben. So. Ich habe das hier irgendwie so ein bisschen schadhaft platziert, sehe ich gerade. Das war nicht so ideal. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die Gewächshäuser stehen hier schon ein paar Monate. Naja. Lässt sich halt nicht ändern. Gut, das war's auf jeden Fall zu den Produktionen. Ich hoffe, ich konnte euch da auch noch ein bisschen weiterhelfen. Wie die funktionieren. Falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wenn ich das rechtzeitig sehe, werde ich auch darauf antworten. So wie sonst auch. Das ist mein neuer Kuhstall, zum Beispiel für die Jungtiere. Der ist ohne Futterroboter, aber auch dazu habe ich ein Video gemacht. Wenn ihr euch das angucken wollt, müsst ihr einfach bloß in die Playlist gucken. Da findet ihr das. Da habe ich einmal ein Video gemacht zum Thema Kühe allgemein und einmal zum Stall mit dem Futtermischroboter. Guckt euch das an, freut euch. Wenn ihr noch irgendwo Hilfe braucht, schreibt mir das in die Kommentare, dann mache ich da ein Video zu und freue mich natürlich auch, wenn ihr euch das anschaut. Bis denn, bis zum nächsten Mal.